Hallo und herzlich willkommen zum, ich denke mal, eigentlich so gut wie letzten Teil von meiner kleinen Serie für, ich sage jetzt mal, Einsteiger über die Beschaffung von Rasurequipment. Ich hatte schon angefangen mit Rasierern, über Pinsel, wo, wie, was, wie teuer, warum, wieso, weshalb, über Rasierseifen. So. Und jetzt sind wir beim letzten Kandidat angekommen, der guten, einfachen Rasierklinge. Fangen wir mal direkt mit meinem ungeliebten Stiefkind an. Das ist die Wilkinson-Rasierklinge, die bei dem einfachen schwarzen Wilkinson-Rasierer dabei ist. Dieser schwarz-silberne mit dem gelben Papp. Rückwand in dem einfachen Blister für roundabout 3,50. Ich finde die nicht so toll. Ich sag mal, wenn man sie hat, man kann sie mal ausprobieren. Man wird vielleicht dann selber merken, wo die Differenzen und Defizite sind. Das ist aber jetzt einzig und allein meine private Meinung. Die Empfehlung oder die Empfindung, wie gut oder wie schlecht eine Klinge ist, hängt immer vom Einzelnen ab, vom Barthaar, vom Wuchs. Rasurgewohnheiten, Rasierer. Das heißt, die eine Klinge, die in dem Rasierer toll ist, kann im nächsten Rasierer schon wieder ganz beschissen sein. Besseres Ergebnis bringen, schlechteres. Es kommt und fällt mit Rasierer, mit Klinge, mit Haut, mit der Persönlichkeit. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, die Klinge ist super und die Klinge ist absolute Scheiße. Also scharf sind sie letzten Endes alle und ja, man sollte eigentlich meiner Meinung nach gucken, wo bekomme ich für mich die Klingen günstig her? Wo habe ich eine zuverlässige Lieferquelle? Und halt, wenn man es möchte, Klingen der gleichen Qualität. Ich bin ja eher so der Sammel- und Probierfetischist. Da haben sich dann in den letzten Wochen, Monaten einige Klingen zusammengesammelt. So, fangen wir mal mit meiner Einstiegsdroge an. Ich habe mich auch im Internet schlau gelesen und was ist toll und was ist gut. Die Empfehlung ist immer wieder Astra Grün. Ist auch im Großen und Ganzen eine meiner Empfehlungen. Ist eine Klinge, wo Preis-Leistung passt. 100 Klingen, ungefähr ein Zehner. Ist örtlich oft verfügbar. Also bei mir gibt es die in diversen türkischen Geschäften zu kaufen. Hört sich lustig an, auch wenn das Lebensmittelgeschäft vor der Tür nur Obst und Gemüse stehen hat und ein bisschen Fleisch in der Auslage. Geht rein, geht gucken, ihr wundert euch. Ihr kriegt Rasierklingen beim Türken teilweise. Dann muss man mit denen im Endeffekt noch die in einem Satz erwähnen. Das sind so die typischen türkischen Rasierklingen, findet man auch sehr häufig auf Trödelmärkten. Die Astras nicht ganz so oft, aber wie gesagt, hier im Ruhrgebiet geht es schon. Wer möchte, ich überlege, ich packe vielleicht einen Link direkt unten drunter, wo man die im Großraum Ruhrpott, Bochum, Umgebung bekommen könnte, wenn man wollte. Allerdings Selbstabholer, weil Versand obendrauf rechnet sich da nicht wirklich wieder, dann kann man es auch bei Amazon bestellen. So sind die ersten soweit. Ja. Derby. Preis-Leistung nicht ganz so toll. Sind 5 Stück drin in so einem Plastikschieber. Die Dose ist recht schön. Da kann man dann unten gleich seine alten Klingen reinschieben. Die verschwinden dann mehr oder weniger unproblematisch. Kostet 5er Päckchen Euro. Könnt ihr selber hochheben. 100 Stück 20 Euro. Die ist wirklich bei fast jedem türkischen Geschäft zu bekommen. So, das war's mit der. So, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, die Wilkinson empfand ich als schrecklich. Ich will jetzt kein Markenbashing machen, ich habe sie mal beschriftet. Die sind aus dem Real. Das sind diese Tip Quality 1,49, 10 Stück. Ich will sie nicht schlecht reden, ich würde sie für einen Zerranfeldschaber nutzen. Das war für mich der totale Reinfall. Wer das Wagnis eingehen will, mein Euro 50, naja, man kauft viel Scheiße. Kann man probieren, muss man nicht. Meine Empfehlung ist eher sein lassen. Aber ich will keinem irgendwie hier großartig Vorschriften oder vorschreiben, was gut und was schlecht ist. So,
Gehen wir mal weiter zu den einfach zu beschaffenden. Einfach ist Dorco. Steht jetzt hier sogar drauf. Es sind Dorco-Klingen drin, die ST301. Ist eine recht berühmte, oder was heißt berühmt, eine recht bekannte asiatische Firma. Findet man auch in diversen asiatischen Shops, halt AliExpress und ähnliche. Die Rasierklingen gibt es bei müsste die Hausmarke der Müller Drogerie gewesen sein. Ja, ist Müller Drogerie Hausmarke. Also wenn man hier vorne das schwarze Pappschieberchen runterschiebt, kommt dahinter eine Dorco zum Vorschein. Na, ich mag die Klinge nicht so. Scharf ist sie. Na, schon einen Tacken besser als die Wilkinson und auf jeden Fall als die Realklinge. Also unterirdischer ging es bisher nicht. Aber auch eher nicht so mein Favorit. Aber halt Müller Drogerie. Recht gut verfügbar, recht gut zu bekommen. So, packen wir mal die Müller beiseite. So, kommen wir zur Rossmann Rasierklinge. Die Isana Man. Wie ich vorhin ja schon gezeigt habe, Rossmann bietet ja auch Pinsel an. Bei Rossmann bekommt man auch die Rasiercremes und die Rasierseifen. Was heißt vorhin in dem letzten Video? Ja, achso. Zur Dorco noch. Ich meine, preislich nagelt mich nicht fest, 1,99, 2,49, irgendwas roundabout um den Dreh. 10 Klingen drin, macht ich glaube 20 oder 25 Euro pro 100, muss man sich überlegen, aber wie gesagt, man kommt einfach dran. So, wo waren wir? Genau, Entschuldigung. Isana Man von Rossmann. Kostet 1,79 gerade das Paket aktuell. Stand heute, Anfang Oktober 2016. Also 100 Klingen, 17, 18 Euro sind meiner Meinung nach recht gute Klingen. Ich mag die eigentlich, finde die recht angenehm. Sind definitiv nicht so unterirdisch, naja, wie die Realklingen, könnte ich jetzt wieder sagen. Aber wollen wir mal das jetzt alles gut sein lassen. Also ist auch so ein bisschen Highscore drin, sage ich jetzt mal. Also ich arbeite mich nach vorne hin hoch, mal abgesehen von den Astras. Die ordne ich mal einfach im oberen Drittel für mich ein. Die wollte ich nur vorwegnehmen, weil es meine Einstiegsdroge war und bis heute eigentlich immer eine ganz gern genommene Klinge ist. So, wie gesagt, wir arbeiten uns nach oben vor. Die Isana Man ist auch in so einem Plastikspender. Ne, die ist eine Pappkarte. Ne, die ist ein Plastikspender. Gehen wir weiter. Es gibt eine Supermarktkette. Die hat auch Klingen. Und zwar ist das Kaufland, die Chroma-Klinge. Kostet da 10er-Päckchen 1,99. Also sprich 20 Euro, 100 Stück mal einfach runtergerechnet. Die Klingen werden von von Eisfeld Feinstahl produziert. Das ist die Firma, die früher in der DDR die Rasierklinge gemacht hat. Die Rasierklingen früher haben einen sehr guten Ruf gehabt. Ich sag mal, die rasierten auch sehr gut. Ich habe davon zwei, drei Probedinger gehabt von den alten, von den DDR-Klingen. Und ich muss sagen, die Chroma-Klingen, na, rennen da schon ein bisschen hinterher. Wobei, ja, man kann die jetzt nicht ganz so schlecht reden. Die sind eigentlich ganz vernünftig. Also ich würde so auf jeden Fall die Isana noch ein bisschen vorziehen, aber bewegen sich so auf einem Level. So. Das war es halt für den örtlichen Einkauf vor Ort. So, wer mal in den Niederlanden im Urlaub ist, da gibt es diese schönen Dinger hier. So, das sind die Hema Hausmarkenklingen. Kosten 2,25, 10 Stück Plastikspender. Wie ihr seht, die Packung ist noch zu. Das ist so eine kleine Reserve von mir. Wie man hier hinten lesen kann. Made in Israel. Ja. Das müssten normalerweise wie so viele Supermarktklingen, also zumindest im Rest Europa, rote Persona-Klingen sein. Und Persona ist somit die einzige Firma, die in Israel produziert. So, das aber nur am Rande. Es gibt auch in Österreich eine Supermarkt-Rasierklinge, die kommt ebenfalls aus Israel, habe ich auch hier. Tun sich beide nichts im Rasurverhalten, sind echt super Klingen. Also zu empfehlen, wer nach Holland kommt,
Schnappt euch mal ein Paket zum Ausprobieren, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gehen wir mal weiter mit den Empfehlungen und zwar jetzt Richtung Online-Kauf. Ja, Richtung Online-Kauf. Und zwar, ich muss mich gerade ein wenig sortieren. Ja. So, Rapierer. Das sind so drei. Es gibt noch eine vierte, Swedish Superstil. Moment. Die ist da drin. Platinum Lux, so, sorry. Vier davon. Und dann gibt es noch diese beiden, Sputnik und Ladas. Letzten Endes kommen die alle aus einem Werk bei Moskau, alle aus derselben Produktionslinie. Ich kann eins sagen, die Rasierklingen sind grundsätzlich unterschiedlich. Zu erwähnen wäre da auf jeden Fall noch die Washcott. Die habe ich jetzt leider nicht mehr hier. Da habe ich die letzte Klinge von verbraten und verbraucht. Und da sind jetzt neue langsam auf dem Weg zu mir. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also fangen wir mal die Charts von unten an. Das ist die ganz einfache Rapierer. Was? Nein, stimmt gar nicht. Das ist die ganz einfache Rapierer. Gibt es hier auch teilweise beim Türken zu kaufen. Also wieder türkischer Supermarkt und ähnliches. Da habe ich die zumindest her. Das waren aber auch schon alle. Alle anderen, die ich gerade gezeigt habe, sind direkt aus Russland, aus dem Probepaket. Beziehungsweise von Forumsfreunden, Kollegen. So, und zwar fange ich mal an mit meiner Hitlist. Die sind relativ weit unten. Habe ich auch nur ein Paket von, habe ich zwei bisher von verbraucht. Meiner Meinung nach schlechter als unsere Supermarktklingen, aber brauchbar. Auf jeden Fall besser wie real. Weil schlechter ging es kaum. So, dann gibt es die Super Stainless. Das ist dann gleich die nächst etwas höhere Qualitätsstufe, zumindest aus der Rapierer-Serie. Ja. Ist auch noch nicht so meins. Habe ich auch noch nicht viele von verbraucht. Ja, ein, zwei Rasuren, dann werden sie ruppig. Ich habe Klingen, die halten teilweise 5, 6, 7 Rasuren und sind dann immer noch nicht so wie diese Rapierers. So, dann kommen wir jetzt zu der ersten Rapierer, meiner Meinung nach, wo man sagen kann, also wo ich zumindest sagen kann, kann ich mir vorstellen, mehr von zu kaufen, habe ich nicht gemacht. Weil es gibt noch deutlich bessere, aber wie gesagt, das wäre dann die Swedish Superstil. Ich weiß nicht, was das mit Schweden zu tun hat, nennt sich vielleicht nur so Marketingname, wie auch immer. Definitiv über den anderen beiden, aber schon gut nutzbar. Aber immer noch nicht das obere Ende der Fahnenstange. Zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Zumindest auf mein Gesicht auch bezogen. So, dann die erste Klinge aus Russland, die ich in Menge bestellen wollen würde oder habe. Platinum Lux. Ist aus der Rapierer-Serie, zumindest so wie man auch lesen kann, das obere Ende der Fahnenstange. Geile Klinge, lässt sich gut mit rasieren, hält bei mir relativ lange. 4-5 Rasuren locker mit einer Klinge drin. Dann baut sie langsam ab, aber naja, die Dinger bleiben nicht ewig scharf. So, die Sputnik. Ehrlich gesagt, leider erst zweimal ausprobiert. Hat die zweimal ein super Ergebnis gebracht, aber man liest recht wenig darüber. Aber dennoch würde ich sagen, ungefähr dasselbe Level wie die Platinum Lux. Na doch, ist ungefähr dasselbe. Also muss man jetzt nicht separat kaufen, wobei kosten irgendwie fast alle dasselbe. 100er Karte, ist auf so einer großen Pappkarte drauf, liegt die 100er Karte irgendwo so bei 8 bis 12 Euro. So, dann zu meinem ersten Liebling, und zwar die Ladas. Das ist eine, da werde ich mir die nächsten Tage auf jeden Fall eine 100er Karte von bestellen, Minimum. Ich bin dann noch mit dem Händler am Kommunizieren, wie die Versandmodalitäten sind, weil ich will mehrere haben und da muss ein bisschen was bei rumspringen. Also die für mich auf jeden Fall echt eine Empfehlung. Und jetzt gehe ich mal eben nach der Washcott gucken. So, ich habe ja eine gehabt. Das ist für mich, zumindest von den rein russischen oder russischsprachigen Klingen, das obere Ende der Fahnenstange. Also das ist erste Sahne. Ich bin da echt, ich hoffe, der meldet sich die nächsten Tage, Wochen, dass ich das endlich bestellen kann.
Geil, geil, geil. Für mich gibt es da keine Einschränkungen, gibt andere, die sind anderer Meinung, aber wie gesagt, meine Klinge, mein Rasierer, mein Gesicht, mir muss die Klinge genau passen. Ich kann jedem nur empfehlen, die russischen Klingen gibt es in so einem Testpaket. Von jeder Klinge so ein Fünferpack. Sicher kostet dann unterm Strich mehr, aber man hat jede einmal, also fünfmal. Ups. Man hat halt jede Klinge fünfmal. Vielleicht kann man auch mal einfach eine Rasur foren oder ähnliches. Da gibt es manchmal auch die Angebote mit. Flupp, ich schmeiße dir mal ein Paket Klingen raus. Ja, für einen kleinen Taler, dass man, meine, die Dinger kosten Geld. Sicher muss man da mal 1,20 € für wiedersehen. Aber wie gesagt, man kann es auch direkt bei eBay, Amazon und Co. Klingentestsets, so Testpakete an Klingen kaufen. Ich wollte demnächst nochmal an die Gillettes dran. Die kommen auch aus Russland, aus dem Werk. Gibt es dann auch 7 O'Clock, 365 und wie sie alle heißen. Das wird so mal die nächste kleine Serie für mich sein. Da werde ich bestimmt mal 8, 9 € investieren und mir halt so ein Testpaket halt aus dieser Abteilung kaufen. Gut, wie man jetzt gesehen hat, so meine Favoriten sind so mehr die Russen. Zurzeit, wie gesagt, die Astra auch eine super Universalklinge. Habe ich halt massig von. Werde ich auch aufbrauchen. Ja, aufbrauchen, kurz überlang. Was ich jetzt noch erwähnen kann, habe ich durch Zufall in einem Laden gefunden, in einem Friseurbedarf, Tret Platinum. Schmeiße ich auch mal einfach so in den Raum. Auch 100 Stück, 10 Euro. Empfand ich als recht kostengünstig und habe dann einfach mal eingepackt, wie ich halt so bin. Und muss sagen, na, eine gute Ergänzung zur Astra. Also in manchen Rasierern funktioniert sie besser, in manchen Rasierern funktioniert die Astra besser, aber es funktionieren definitiv nie beide Klingen in einem Rasierer gleich gut. So eine komische Erfahrung, die ich da für mich gesammelt habe. Ups. Eine komische Erfahrung, die ich da für mich gesammelt habe. Also für mich doch eine brauchbare Ergänzung zu Astra. Mein Bruder bevorzugt sie auch, aber ja, wie gesagt, ich habe halt ein bisschen mehr an Klingen und man testet sich so durch. So, auch halt in größeren Mengen. Wie gesagt, ich kann euch kleine Testmengen auf jeden Fall ans Herz legen. Es lohnt sich auf jeden Fall, so wie bei den Russen. Testpack oder Sample Pack werden die Dinge auch teilweise genannt. Blade Samples. Und dann lass laufen. Gucken, ausprobieren. Jeden Tag mal eine andere. Man kann ja trocknen, wieder eintüten, Pünktchen drauf machen mit dem Edding und dann weiß man, man hat sie einmal benutzt. Dann kann man auch noch weiter gucken. Ja. Des Weiteren jetzt noch so am Rande. Da ich auch auf Flohmärkten, Antikmärkten und Co. rumrenne, habe ich mal, ups, andersrum sieht es vielleicht schöner aus. Da sieht man auch die Panda-Klingen, Rekord-Lux-Klingen, Schapel-Lux 008. Das sind halt, ja, man könnte jetzt, heute sagt man Vintage-Klingen. Halt alte Schätze kennen, gibt es nicht mehr in so großen Zahlen. Probiere ich auch so nach und nach für mich durch. Da würde ich aber jetzt keine direkte Kaufempfehlung geben, weil kann man nicht, man kann sie nicht nachordern. Also wie ich zu Anfang schon sagte, man sollte sich erstmal im Klaren darüber sein, wie schnell muss ich an weitere Klingen kommen? Habe ich vielleicht schon Favoriten? Wie gesagt, ich würde vielleicht anfangs wirklich mit den Supermarktklingen oder Drogerieklingen, also Kroma, Isana und wie hießen sie nochmal? Ja, Dorco, also die aus der Müller-Drogerie. Kauflandklinge und die ja, Rossmann-Klinge, genau. Rossmann, Kaufland und Müller. Mit den Klingen würde ich vielleicht erstmal anfangen. Die kriegt er jederzeit. Relativ unkompliziert, sind brauchbare Dinge auf jeden Fall. Dann kann man sich ja langsam dran trauen, so ein Test-Sample-Paket zu bestellen. Die kommen meistens auch aus dem Osten Europas oder aus Russland direkt. Da muss man sich schon mal so auf 1,5, 2 Wochen Lieferzeit einstellen. Aber man hat dann auch mal wieder 65, 70 Klingen zum Durchtesten und ich denke, man kommt auf jeden Fall zum Ergebnis und dann kann man auch dahergehen und sagen, 8, 9, 10 Euro, ich bestelle mir 100 Stück. Ja, dann kann man auf jeden Fall sagen, man hat genug getestet und sollten euch die russischen auf jeden Fall nicht zusagen. Habt ihr auf jeden Fall noch welche aus dem Supermarkt oder aus der Drogerie, wo ihr wisst, wie toll oder schlecht oder gut die sind und man hat es. Ja, seine Lieblinge muss man für sich selbst rausfinden, finde ich. Ich habe meine gefunden. Dennoch werde ich weiter testen. Vielleicht gibt es ja noch was Schöneres. Okay, das war es soweit von mir.
Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu überfordert. Das waren jetzt über 20 Minuten Rederei. Ich würde mich dennoch über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Ich gucke mal, was ich da noch kürzen kann nachher im Videoschnitt. Und ich sag mal, auf bald, bis demnächst. Tschüss.